Hallo und herzlich willkommen bei Energiewirtschaft einfach, der Online-Akademie für die Energiebranche. Mein Name ist Carsten Eckert und heute geht es nach einer kleinen Pause weiter mit unserer Videoreihe rund um die Marktkommunikation, eines der wichtigsten Themen überhaupt in der Energiewirtschaft zwischen den diversen Marktrollen, also Lieferant, Netzbetreiber, Messstellenbetreiber, Kraftwerksbetreiber, Bilanzkreisverantwortlichen und so weiter, müssen Daten hin und her geschickt werden, um die energiewirtschaftlichen Prozesse im Hintergrund durchzuführen. Zum Beispiel eine Abrechnung, einen Lieferantenwechsel, Energiemengenzuordnung, Bilanzierung und so weiter. Das sind alles Hintergrundprozesse, die über Marktregeln vorgegeben werden und über die Marktkommunikation dann umgesetzt werden. Die Marktkommunikation beinhaltet also Prozesse an sich, also Prozessvorgaben, Abläufe, Fristen, Pflichten, Rechte und so weiter. Zu diesen Marktregeln kommen wir in späteren Videos dann auch nochmal genauer. Und heute soll es aber schon mal darum gehen, wie das eigentlich technisch umgesetzt wird. Und da kennt ihr sicherlich auch schon Edifact bzw. Edi@ Energy. Wir haben auch schon mal in anderen Videos Edifact grob vorgestellt. Das ist ein aus den 90ern oder sogar 80ern stammendes, ein Standard, ein Regelwerk für den Aufbau von Datenaustauschnachrichten, die im Prinzip wie ein E-Mail-Anhang sind. Also praktisch eine Textdatei, die an so eine E-Mail angehängt werden. Und das wurde dann eben auch für die deutsche Energiewirtschaft angewendet, eingeführt als eine Unterform, als ein sogenanntes Subset, nämlich Edi@ Energy. Die Seite kennt ihr bestimmt, edi-energy.de. Da gibt es dann die ganzen genaueren Vorgaben, wie das anzuwenden ist. Und wir wollen in diesem Video mal genau in eine typische Edifact-Nachricht reinschauen, um auch mal denen ein Gefühl dafür zu geben, wie das aufgebaut ist, die nicht so oft damit zu tun haben und die jetzt hoffentlich gleich nicht allzu sehr erschrocken sind. Also wir gehen mal rüber in die andere Ansicht. Und so tatsächlich sieht eine Edifact-Nachricht, eine Edi@ Energy-Nachricht aus. Das könnte schon mal ein bisschen erschrecken, so ganz am Anfang, aber keine Sorge, wir werden uns mal die grobe Logik in etwa anschauen und dann sollte das auch relativ klar sein. Also das ist eine Nachricht, die habe ich jetzt mal simuliert. Das ist eine, das kann ich schon mal verraten, eine UtilMD-Nachricht, also eine Utilities Master Data-Nachricht, in der also eine Art von Stammdatenmeldung, zum Beispiel Lieferantenwechsel oder Stammdatenänderung oder eine Kundenliste und ähnliches drinstehen wird. Und wir können über verschiedene Wege jetzt anfangen, uns hier durchzukämpfen, weil das ist natürlich am Ende eine Maschinensprache. Das ist natürlich so wie eine Art Programmiersprache, eine bestimmte Syntax, die einfach sagt, an welcher Stelle dieser Nachricht, in welchem dieser Segmente eine bestimmte Information dann zu finden ist. Und das IT-System interpretiert das dann und schreibt mir das dann in meine Datenbank. Und dann kann ich das auch in meinem Frontend, in meiner Benutzeroberfläche mir so anzeigen lassen, dass ich eben in einem bestimmten Feld dann den Inhalt habe, der hier irgendwo praktisch dahinter steht. Ja? Und wenn aber so eine Nachricht nicht korrekt eingelesen werden kann, dann muss ich das eventuell als Sachbearbeiter oder Fachexperte auch mal menschlich machen. Und dann stehe ich halt vor so einer Nachricht, die im Regelfall auch nicht so formatiert ist, sondern praktisch ein fortlaufender Text wäre. Ich habe das hier jetzt mal einfach in entsprechende eigene Zeilen jeweils formatiert, damit wir ein bisschen besser hier durchkommen und den Überblick haben. Aber wie würde ich jetzt anfangen, mir so eine Edifact-Nachricht also anzuschauen? Die kam mir jetzt von einem Marktpartner. Heißt, irgendein anderes IT-System von zum Beispiel einem Netzbetreiber hat mir jetzt hier eine Meldung geschickt, mit der ich was machen soll. Das heißt, in dieser Meldung wird es irgendwo stehen, von wem die kam und an wen die praktisch geschickt werden soll, ob ich auch der richtige Empfänger bin. Dann wird da drin stehen, was für eine Art von Nachricht das ist. Denn es gibt sowas wie einen Briefkopf, könnte man sagen, einen Nachrichtenkopf, in dem wir diese ganzen ersten Infos dann gleich auch mal rauslesen können. Und ich empfehle dann an so einer Stelle immer euch die Hilfsinformationen reinzuholen, die von Edi@ Energy zur Verfügung gestellt werden. Ich weiß jetzt schon, es ist eine UTMD-Nachricht, deswegen können wir da gleich genauer reinschauen und hier schon mal in das richtige Dokument blicken. Es gibt für all diese diversen Formate wie UTMD hier Anwendungshandbücher und Implementierungshandbücher. Die MEGs sind die Implementierungshandbücher. Und ich bin ja gerade in so einem MEG drin. Das hat am Anfang immer so eine Gesamtstruktur an praktisch dem Aufbau dieser Nachricht. Und hier wollen wir als erstes suchen nach dem sogenannten, das könnte jetzt ein bisschen klein für euch sein, nach dem Prüfidentifikator. Der Prüfidentifikator gibt nämlich ganz genau an, was für eine Art von Nachricht es ist, die wir uns jetzt hier gleich anschauen. Und diesen Prüfi,
finden wir dann nachher hier in diesem RFF-Segment, praktisch in diesem Bereich der Edifact-Nachricht. Das heißt, ich suche es einfach mal nach einer Stelle, wo RFF steht und dahinter eine, das kann ich schon mal verraten, fünfstellige Ziffernreihenfolge, über die ich dann gleich rausfinden kann, was für eine Nachricht das ist. Diese fünfstellige Ziffernreihenfolge, das ist die Nummerierung, die ID der Nachrichtenart, die wir hier gleich uns genau anschauen werden. Ich suche also und finde jetzt hier schon mal so relativ auf den ersten Blick RFF plus Z13 Doppelpunkt und dann 11013. Und das könnte ziemlich sicher mein Prüfidentifikator sein. Wenn ich mir jetzt noch nicht hundertprozentig sicher bin, dann kopiere ich mir jetzt hier diesen Anfang, praktisch das Segment RFF plus die erste Angabe dieses Datenelement Z13. Das kopiere ich mir jetzt in meinen Zwischenspeicher und gehe nochmal zurück in diese Nachricht, in der ich gerade war. Jetzt kann ich hier eine Suche starten und hier einfach mal nach genau dieser Angabe suchen. RFF plus Z13. Dann ist hier nämlich immer so eine beispielhafte Auflistung in diesem Implementierungshandbuch. Und dahinter seht ihr auch ja, so eine fünfstellige Ziffernreihenfolge. Und das ist in dem Bereich Prüfidentifikator. Also weiß ich schon mal, alles klar, da wo RFF mit dann dem Element Z13 dahinter steht, da folgt unmittelbar darauf die fünfstellige Ziffernreihenfolge, die mir genau sagt, was für eine Art von Nachricht das jetzt ist, die ich mir hier anschauen möchte. Und wenn ich das jetzt schon mal weiß, dann gehe ich einfach nochmal hier rein. Wir waren jetzt gerade an, wo war das denn jetzt? Hier an dieser Stelle. Und ich kopiere mir jetzt wiederum diese fünf Ziffern heraus, die 11013. Die nehme ich mir jetzt mit und gehe anstelle dieses Implementierungshandbuchs einfach mal direkt in die Gesamtübersicht, in die Anwendungsübersicht der Prüfidentifikatoren. Da ist nämlich die gesamte Auflistung aller Prüfis, die wir in der deutschen Energiewirtschaft anwenden. Und hier finde ich auf jeden Fall ein Ergebnis. Also gehe ich auch hier jetzt auf die Suche, 11013, und finde hier zwei Einträge, die beide heißen Anmeldung EOG, also Anmeldung für die Ersatz- oder Grundversorgung. Das gibt es ja einmal für den Bereich GEDI Gas und dann nochmal für den Bereich GPKE. GEDI Gas sind die Geschäftsprozesse zur Belieferung von Kunden mit Gas und die GPKE sind die Geschäftsprozesse zur Kundenbelieferung mit Elektrizität. Und dementsprechend ist das hier auf jeden Fall eine Anmeldung für eben den Grundversorger, in dem dann steht, folgenden Kunden sollst du jetzt bitte in deine Grundversorgung oder Ersatzversorgung übernehmen. Das ist jetzt soweit schon mal klar. Da ich diese Nachricht praktisch aus dem System eines Versorgers simuliert habe, ist das also eine Nachricht, die von einem Netzbetreiber jetzt an mich als Versorger gekommen ist, aus der ich hier dann dementsprechend die Grundversorgung übernehmen soll. Jetzt will ich aber auch noch mal herausfinden, ja okay, von wem genau kommt das eigentlich noch und an wen genau ist das eigentlich gemeint? Und dafür gibt es den sogenannten Nachrichtenempfänger und den Nachrichtenabsender. Und ich kann euch schon mal voreilig hier verraten, das sind genau diese beiden Zeilen. Hier habe ich natürlich die echten Absender, die ich hier simuliert habe, die habe ich natürlich rausgelöscht, sondern habe jetzt hier natürlich Platzhalter reingeschrieben. Das ist auch folgendermaßen gedacht. Das NAD ist wieder das Segment und dahinter ist der Message Sender oder auch der Message Receiver, dementsprechend also der Absender und der Empfänger. Und dahinter findet sich dann eine Nummerierung. Das ist die Marktpartner-ID von diesen Marktrollen. Ne? Jeder Lieferant, jeder Netzbetreiber, jeder Möchtebetreiber und so weiter hat eine eigene eindeutige Nummerierung, eine eigene ID, mit der dieser Marktpartner in der Energiewirtschaft mit diesen Kommunikationsmöglichkeiten hier auftritt. Die ist also immer eindeutig und sagt mir jetzt schon, alles klar, Receiver, das bin dann also ich. Ja, bin ich wirklich, alles klar, die Nachricht ist auch wirklich für mich gedacht. Und Sender, das ist dann also dieser Marktpartner. Und diese Nummer müsste ich dann ja in meinem IT-System irgendwo schon mal hinterlegt haben, weil ich kenne meine Marktpartner typischerweise. Wenn nicht, müsste ich jetzt schauen, oh, ist der neu im Markt? Warum kenne ich den nicht? Muss ich den mal noch in mein IT-System jetzt implementieren? Muss den mal einspielen? Muss mir vielleicht von dem noch mal ein paar Daten schicken lassen, damit ich das vollständig machen kann? Im Zweifel erkennt aber das IT-System jetzt, alles klar, von diesem Absender. Dahinter stecken dann solche auch schon Vertragswerke, ein Lieferantenrahmenvertrag zwischen dem Versorger und dem Netzbetreiber beispielsweise, in dem dann eben auch Rechte und Pflichten schon praktisch geklärt sind. Und dann weiß ich, alles klar, dieser Netzbetreiber darf mir hier ja auch tatsächlich eine Meldung schicken, dass ich in seinem Netzgebiet jetzt die Grundversorgung eines Kunden übernehmen muss. So.
Und dann finden sich hier am Anfang immer noch verschiedene andere Informationen, zum Beispiel hier diese Xon-Nummer, die kann auch komplett anders lauten, die ich auch hier dann nochmal finde und die ich dann auch hier nochmal finde. Das wäre in diesem Beispiel eine Referenznummer dieser Nachricht. Die ist ja ganz am Anfang einmal und dann auch nochmal, wir scrollen ganz nach unten, auch nochmal ganz am Ende. Diese Referenznachricht ist dann praktisch die Stempelnummer, die auf dem Brief drauf ist. Damit ich ganz eindeutig nochmal rausfinden kann, das ist praktisch so wie das Aktenzeichen, unter dieser Nummer ist dieser Vorgang hier durchgelaufen. Und unter dieser Nummer kann dann sowohl der Netzbetreiber seine abgesendete Nachricht finden, als auch ich die empfangene Nachricht finden und dann im Zweifel nochmal nach einem Fehler suchen, falls die nicht korrekt eingespielt worden ist. So, und dann finden so die alten Hasen hier natürlich sofort weitere interessante Angaben, zum Beispiel unter dem Bereich LOC. Und dann findet ihr hier zum Beispiel oben so eine kurze 11-stellige Nummer. Ja, natürlich, das ist die Marktlokations-ID. Und dann darunter so eine 33-stellige. Ja, natürlich, das ist die Messlokations-ID, also der ursprüngliche Zählpunkt, die Zählpunktbezeichnung, die hier genau hinweist. Marktlokation, das ist also die Stelle, an der die Prozesse laufen sollen. Das ist praktisch der Netzanschluss. Und Messlokation, das ist praktisch die Stelle, wo gemessen wird, wo der Zähler angebracht ist oder die Zähler, wenn es mehrere wären, angebracht sind und dann jeweils eine Messlokation sagt, hier messen wir jetzt den Verbrauch oder wir messen hier die Erzeugung oder wir messen theoretisch sogar beides, um in so einer Zwei-Richtungszähler, um also nochmal zu unterscheiden. Das eine ist der Netzanschluss, wo eine Summe aller Prozesse läuft und das andere ist die Messlokation, wo eine einzelne Messung eines einzelnen Zählgeräts praktisch durchläuft. Über diese IDs kann ich den Kunden natürlich dann auch identifizieren. In diesem Fall ist es ja eine Zuordnung praktisch zur Ersatz- und Grundversorgung. Das heißt, mit diesen Daten kann ich diesen Kunden, diesen Verbraucher, der aus was auch immer für Gründen keinen anderen Tarif ausgewählt hat, jetzt hier aufbauen. Ich habe seine Marktlokationsnummer, ich habe seine Messlokationsnummer. Ich kann ihn, auch wenn ich ihn vorher nicht gekannt habe, ich kann ihn jetzt aufbauen. Eventuell kenne ich aber seine Verbrauchsstelle auch schon, hat eine Historie hinter der Malo oder hinter der Messlokation und kann dementsprechend hier einfach den neuen Kunden zum gewünschten Zeitpunkt draufbauen. Und Zeitpunkt ist dann schon das nächste Thema. Wir haben in der Struktur der UTMDs mehrere Angaben zum Datum. Dafür gehen wir nochmal hier hoch in diese Struktur. Und wie ihr dann schon seht, wenn wir über ein Datum sprechen, egal ob es Nachrichtendatum, Beginndatum der Gültigkeit und so weiter, hier ist immer dann ein DTM. DTM könnt ihr euch auch so ein bisschen als Eselsbrücke merken, steht hier für Datum. Das können wir uns also relativ einfach vorstellen. Immer da, wo DTM als Segmentsbezeichnung zu finden ist, ist danach irgendeine Art von Datum angegeben. Welches genau, das finden wir dann noch heraus. Ich werde das jetzt mal hier ein bisschen so zur Seite schieben. Ihr seht das dann so ein bisschen hier unter mir. Das sollte aber funktionieren. Genau. Wir wollen uns also mal hier anschauen. So, ja, da muss ich das vielleicht auch nochmal gerade rüberschieben. Ja, ihr seht hier kurz meinen Desktop-Hintergrund. Einfach nur, damit das hier ordentlich funktioniert. Kommt das dorthin und das kommt hierhin und schon ist alles wieder schick. Okay, wir wollen jetzt zum Beispiel mal sehen, was ist denn dieses Datum hier am Anfang, dieses 137er-Datum. Und auch da gehen wir wieder den klassischen Weg. Wir geben hier eine Suche ein, DTM plus 137 und finden dann hier ein Beispiel, ja, in diesem Beispiel ist das Dokumentendatum. Ah, es ist also das Dokumentendatum. Das ist der Zeitpunkt, zu welchem diese Nachricht verschickt wurde, zu welchem diese Nachricht praktisch auch eingegangen sein müsste. Und das ist relativ einfach dann auch sich vorzustellen. Jahr 2021, Monat, Juli, Tag, der 30. um. Okay, jetzt habe ich es hier falsch gemacht. Hahaha, das muss natürlich so rum sein. um 8 Uhr. Und 20 Minuten. Natürlich konnte es nicht 80 Uhr sein, das hab ich falsch eingetragen, mein Fehler. Aber wie ihr unten ja auch sehen könnt an dieser Stelle, ist es halt immer das Jahr, Monat, Tag und die Uhrzeit. In diesem Fall hier 13.15 Uhr und in meinem Beispiel jetzt hier 8.20 Uhr. Diese 203 dahinter gibt an, welches Datumsformat das ist. Das könnt ihr auch hier wieder sehen. Dieses Datumsformat 203 beinhaltet immer Jahr, Monat, Tag, Stunde, Minute. Es gibt auch Datumsangaben, wo ich nicht bis in die Stunde und Minute gehen muss und dann ist es entsprechend nicht die 203. Und das sehen wir dann auch schon weiter unten, nämlich hier bei diesen anderen Datumsangaben hier. Das sind die 102 und die 102 ist dann eine Datumsangabe ohne Uhrzeit.
nur bis auf den Tag hin. Und dann suchen wir auch hier einfach nur nach DTM plus 92. Und schon finden wir in diesem Fall den Beginn zum, nämlich Datum Vertragsbeginn. Dieser Kunde soll zum 10.8. in die Grundversorgung, Ersatzversorgung übernommen werden. Das ist also das Vertragsdatum, ab welchem wir diesen Kunden übernehmen sollen. Und danach die 158, das ist das Bilanzierungsbeginndatum. Das heißt, der Kunde soll also vom 10.8. an von uns grundversorgt werden und vom 1.9. an soll dieser Kunde praktisch in unsere Bilanzierungspflicht übergehen. Das hängt immer damit zusammen, zu welchem Datum genau die Nachricht kommt, ob sie vor allem 16. Werktag des Monats kommt oder danach und dementsprechend noch in den gleichen Monat oder in den nächsten eingebucht werden kann für die Bilanzierungsvorgänge. Und dann wissen wir jetzt ja schon eine ganze Menge. Der Netzbetreiber sagt uns, dass wir zum 10.8. diese Marktlokation, diese Messlokation in die Grundversorgung nehmen sollen, zum 1.9. die Bilanzierung beginnen soll und dann kann man hier dementsprechend noch weitergehen. Wir finden verschiedenste Angaben, hier auch relativ offensichtlich eine Kilowattstundenangabe, das wird der Jahresverbrauch sein, den der Kunde hier hat. Hier ist zum Beispiel die Angabe, wer vor Ort der Übertragungsnetzbetreiber ist, die Z90 hier in diesem Fall, danach können wir auch mal suchen, das ist die CAF plus Z90. So, das ist der Übertragungsnetzbetreiber, der hier in diesem Gebiet zuständig ist bei diesem Netzbetreiber, dementsprechend der auch für uns die Aufsicht über die Bilanzierungsvorgänge hat, der Bilanzkoordinator. Darunter die Z91, das ist der Messstellenbetreiber, da wissen wir dann auch nochmal ganz genau Bescheid, alles klar. Diese Nummer wäre dann praktisch die des vor Ort zugeordneten Messstellenbetreibers. Das kann auch ein wettbewerbssicher sein und so weiter. Wir haben hier eine ganze Menge interessanter Angaben. Wir haben dann praktisch die Regelzone. Wir haben den Bilanzkreis, in den jetzt der Kunde dann zugeordnet werden würde und so weiter. Verschiedenste andere Angaben, die relevant sein können oder nicht. Hier auch ganz offensichtlich eine UBIS-Kennzahl, die angibt, über welche Energiedaten hier nachher gearbeitet werden soll für diese Messlokation. Hier die 1.9er und hier die 1.8er und dementsprechend kann man damit ganz gut umgehen. Und dann kommt hier unten nochmal was Interessantes. Das ist ja ein Kunde, den kennen wir jetzt vorher im Zweifel noch nicht. Der wird uns jetzt in die Grundversorgungspflicht übergeben. Und dann kann es natürlich sein, dass wir noch nicht so viel mehr über den wissen. Und dann brauchen wir im Zweifel auch mehrere Adressangaben, die wir hier alle jeweils finden. Und dann ist es auch ganz interessant, was sich da jeweils dahinter versteckt. Wir suchen wieder danach, das ist die NAT plus Z09. Einmal so. Das ist der Kunde. Das ist der Kunde, den wir jetzt beliefern sollen. Das heißt, hier hinter NAT Z09 würde dann stehen Mustermann Max so, oder Maxine. Und dann ist das praktisch der Personenname des Kunden. Sollte es eine GmbH zum Beispiel sein, dann wäre hier hinten nicht die Z01, sondern die Z02. Und würde hier halt eben stehen Mustermann GmbH. Dann geht es ja aber noch weiter. Nach der Z09 gibt es zum Beispiel Z04. Und das ist die Korrespondenzanschrift. Das ist die Postanschrift, die der Kunde haben würde. Postanschrift muss ja jetzt nicht gezwungenermaßen die Lieferadresse sein, sondern kann ja auch irgendwo anders sein, wo er seine Post verwaltet. Auch hier wieder praktisch Nachname, Vorname, dann die Straße, Hausnummer, Ortsteil, Ort, Postleitzahl. Und das ist dann praktisch die Anschrift, an die in Zukunft wir die Post schicken würden, also Begrüßungsschreiben, irgendwann mal eine Rechnung und so weiter. Dann kommt hier NAT E0 und ich weiß gar nicht, ob ich das so einfach finden kann. Ich glaube, da hat er nämlich auch Probleme mit, aber das habe ich jetzt hier schon gefunden, genau. Das ist hier praktisch Netzanschlusseigentümer. Der EO ist der Netzanschlusseigentümer oder Hausverwalter. Das muss jetzt auch nicht dasselbe sein. Das kann also der Vermieter sein, der ja auch nochmal an einer anderen Adresse womöglich sein könnte. Und das ist immer dann nochmal wichtig, rüberzugeben, wenn es gerade um Grundversorgung geht, weil wenn dieser Verbraucher jetzt irgendwann wieder weg ist, dann muss im Zweifel bei einem Leerstand der Vermieter auch wieder draufgepackt werden. Und dementsprechend ist es gut, solche Informationen mitzuschicken, wenn sie denn vorhanden sind. Dann gibt es hier noch NAT DP. So, gucken wir mal. Ich dachte mir auch schon, das wird schwierig. Genau, hier drunter. Das ist jetzt die Lieferanschrift. Die Lieferanschrift ist jetzt die unmittelbare Anschrift der Marktlokation des Netzanschlusses. Hier ist also der Verbrauch. Hier drauf liegt praktisch der Verbrauch, der Zähler,
die Wohnung, über die hier der Verbrauch nachher gemessen werden muss. Und zu guter Letzt noch die NAT-Z05 und das ist die Adresse für die Ablesekarte. Also sollte dann später irgendwann der Kunde eine Ablesekarte postalisch zugeschickt werden bekommen und sollen, dann wäre das hier diese Adresse, unter der man praktisch dann diese Messlokation finden würde. Apropos Ablesekarte, apropos Ablesung, da muss ich nochmal hochscrollen. Das ist dann praktisch dieser Bereich, dieser Datumsbereich. Wir finden unter diesem Datum auch nochmal ganz interessante Angaben. DTM plus 752 ist zum Beispiel der Termin für die geplante Tonusablesung des Messsteinbetreibers. Wenn der Messsteinbetreiber dann eben zum Beispiel sagen möchte, naja, ich möchte hier diesen Kunden aufgrund meiner eigenen Planung immer im September ablesen, dann steht hier zum Beispiel September erste Woche bis September vierte Woche. Und zwar ist das mit dem Format 104 dann nämlich auch geklärt. Wenn hinter nämlich diese 104 steht, dann ist das eine Angabe von Monat Woche bis Monat Woche. Von September erste Woche bis September vierte Woche werde ich hier ablesen. Im September irgendwann werde ich hier ablesen. Das ist diese 752. Das ist also die Ablesung. Und dann gibt es noch drunter die Angabe Z21, ne, also hier in dieser Zeile. Und das ist der Termin der Netznutzungsabrechnung, der hier auch wieder ansteht, auch wieder mit dem Format 104 von Monat Woche bis Monat Woche. Das heißt, von der ersten Septemberwoche bis zur vierten Septemberwoche soll dann auch die Netznutzungsabrechnung durchgelaufen sein. Das heißt, sobald hier der Messsteinbetreiber abgelesen hat, wird der Netzbetreiber hier auch dann direkt die Netznutzungsabrechnung anstoßen. Und so finden wir aus dieser Nachricht, selbst wenn das IT-System die nicht ordentlich verarbeiten konnte, relativ klar die Angaben, die wir hier jetzt auch brauchen, um die Nachricht weiter zu verarbeiten, um sie zum Beispiel manuell ins System einzuspielen, falls unser IT-System einen Fehler hatte und wir müssen es trotzdem verarbeiten, können wir jetzt zumindest hier herauslesen, um was es geht und können das dann weiter einspielen und prüfen, ob es auch korrekt eingearbeitet wurde, weil wir wissen ja jetzt, an welchen Stellen wir was auch raussuchen können. Das ist aber auch gleichzeitig, muss man sagen, mit den, wie viele Zeilen sind das, mit den 93 Zeilen, die wir hier haben, ist das immer noch eine sehr, sehr einfache Nachricht. Es gibt EDIFACT-Nachrichten, die haben im Zweifel auch 93.000 Zeilen, weil man verschiedene Infos auch aneinander praktisch gruppieren kann und die dann eben auch eine sehr lange Nachricht ergeben können. Zum Beispiel kann ich eine Netznutzungsabrechnung auch bündeln. Ich kann auch eine Zusammenfassung der Abrechnungen bündeln. Und ich kann vor allem auch eine Kundenliste bündeln, Zeitreihen für diverse Energiemengen auch aneinander packen und dann wird das eine richtig lange Nachricht. Und ihr merkt ja auch, für alle möglichen Übertragungen, die es gibt, also ob es Energiemengen sind oder eine Abrechnung oder eben eine Stammdatenpaket, was geschickt wird, das packe ich in so eine EDIFACT-Nachricht, die dann immer relativ ähnlich ist. Und wie gesagt, wenn ich nicht so richtig weiß, um was es sich handelt, suche ich dann erstmal hier nach dem Prüfi, schaue mir an, was für eine Nachricht das ist und habe dann schon mal ein Gefühl, okay, was für eine Art von Inhalt werde ich jetzt hier also erwarten können. Und so funktioniert im Großen und Ganzen EDIFACT. Ne? Also das sind solche Arten von Nachrichten, relativ kryptisch aufgebaut und wir müssen irgendwie damit umgehen. Dementsprechend, wenn ihr konkrete Fragen habt zu EDIFACT und jemand das weiter bearbeitet, dann schreibt die gerne unten in die Kommentare und ansonsten geht halt zum Beispiel auf die edi-energy.de Seite und dann auf die Dokumente und dann findet ihr dort die Auflistung, welche Anwendungshandbücher, welche Implementierungshandbücher, die MEGs, ihr dort finden könnt, ihr euch anschauen könnt. Da gibt es auch allgemeine Festlegungen und Festlegungen zum Übertragungsweg. Das ist für den Einstieg auch mal ganz gut, um das genauer zu verstehen und so weiter. Ganz viel Material, was ja hier auch öffentlich verfügbar ist, weil alle Marktpartner das ja auch verpflichtend anwenden müssen. Naja, okay. Also, wie gesagt, wenn ihr Fragen habt, unten in die Kommentare. Ansonsten wie immer bitte einen Daumen nach oben hinterlassen und gerne auch den Kanal abonnieren und die Glocke aktivieren, falls ihr das noch nicht bisher gemacht habt. Dann verpasst ihr auch nicht die nächsten Videos hier auf unserem Kanal. Ansonsten, wie immer, bis zum nächsten Mal hier bei Energiewirtschaft einfach, der Online-Akademie für die Energiebranche. Mein Name ist Carsten Eckert.